Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer 4Heath80 mit einem neuen Mediabook-Unboxing-Video für euch. Naja, so ganz neu ist das Mediabook jetzt auch nicht mehr, denn es wurde am 20.03.2013 veröffentlicht und auch wieder ein Film, um meinen Horizont zu erweitern und auch meine Zombie-Sammlung zu erweitern, nämlich mit dem Film aus dem Jahr 1980, Die Rückkehr der Zombies. Regisseur war hier der gute Andrea Bianchi. Und an diesen Film, muss ich gestehen, kann ich mich nicht mehr daran erinnern, ob ich den schon jemals gesehen habe. Ja, hier haben wir eben das Mediabook von Illusions. Es gibt noch eine neue Neuauflage von diesem Film von CineStrange, sogar mit Büße dazu. Ich habe mir jetzt das hier entschieden, einfach aus dem Grund, ich wollte den Film nochmal sehen und auch dieses Mediabook auch recht günstig ist, original verpackt, habe ich bei Facebook abgekauft, einem guten, einen Unbekannten, eigentlich lieben Sascha, sehr gegrüßt, und hat auf jeden Fall wunderbar alles funktioniert. Und ja, ich bin gespannt, wie dieser Film gefällt, auch davon wird es auch ein War-Hieß-Schon-An-Video geben, aber alles mit der Zeit. Stresst mich bitte nicht. Ja, es gibt auch noch ein weiteres Cover-Motiv. Das schaut hier so aus. Das ist das Cover-B-Motiv. Das ist das Cover-A-Motiv. Und hier haben wir eben einen Totenkopf vorne drauf, recht gut zu erkennen. Ja, was natürlich hier die beiden schönen Motive sind. Ja, ist schwierig zu sagen. Sind beide nicht gerade unbedingt jetzt die schönsten Motive, die es eigentlich gibt. So, okay. Wollen wir mal aufmachen, das Mediabook? Die beiden Mediabooks sind noch auf 1000 Stück limitiert. Alle beide wohlgemerkt. Und wir machen jetzt mal die Folie runter. Und wir haben hier auch ein Mediabook von Illusions. Und es ist auch wesentlich dünner als manche andere Mediabooks, wie ich finde. So schaut's aus. Aber bevor wir jetzt hier lang rumreden, gehen wir gleich mal in die Ego-Perspektive. Und dann gucken wir uns mal das Mediabook von Die Rückkehr der Zombies an. Bis gleich. Jetzt sind wir in der Ego-Perspektive und hier die Rückkehr der Zombies mit diesem wunderschönen Kaffeemotiv. Nicht wirklich, gebe ich zu. Ja, so schaut das Ganze aus. Auf jeden Fall mit der gelben Schrift, die Rückkehr der Zombies. Auf jeden Fall gut zu erkennen, kann man auch sehr gut lesen. Und eben haben wir eben hier eben mal einen Zombie, der sehr verwaschen ausschaut, sehr pixelig auch ausschaut. Also hier haben wir jetzt auf jeden Fall keinen sehr guten Druck. Das muss man wirklich sagen. Und ja, kann sich sehen lassen, aber ja, es gibt auf jeden Fall wesentlich schönere Motive als das hier. Das muss man hier auf jeden Fall klipp und klar sagen. So, jetzt gehen wir mal hier rum. Hier nochmal eben dann das Bein, auf jeden Fall gut zu lesen. Auch hier nochmal das Illusions-Logo hier oben, auch schön mittig. Dann auch hier die Rückkehr der Zombies, auch mittig. Hier nochmal ein kleines Bildchen vom Plakat vorne drauf oder vom Covermotiv nochmal drauf. Und hier Blu-ray-Disc und DVD. Auf der Rückseite hier ein paar Szenenfotos aus dem Film. Schaut schon mal recht blutig aus. Und hier die Inhaltsangabe zu dem Film. Und hier noch ein paar weitere Zombies, die hier ein bisschen mit Photoshop hier rein montiert worden sind. Und hier mit einem Hintergrundschein noch mit verziert worden sind. Ja, kann man machen. Schaut natürlich nicht schlecht aus. Und ja, hier nochmal dann die ganzen technischen Daten noch. Hier die Credits, hier eben dann der Barcode. Und hier im blauen Bereich hier etwas sehr auffällig, wie ich finde, so blau. Hätte nicht sein müssen, ganz ehrlich. Hier Laufzeit 85 Minuten auf Blu-ray und 81 Minuten auf DVD. Und hier als Extras haben wir eben ein paar Trailer, Interviews, Bildergalerie und ein 16-seitiges Heftchen. Heftchen, kein Booklet. So, streng gemäht auf 1000 Stück. Leider haben wir auch hier keine Limitierungsnummer, weil ich es sehr schade finde. Und ja, hier auch nochmal Mediabook Cover A-Motiv mit Artikelnummer unten drauf. Und die Nummer www.illusions.at. So, wir gucken mal hier das Mediabook von innen an. Und da kommt uns schon mal dann die DVD entgegengeflogen mit demselben Motiv, was wir eben auch schon auf dem Cover haben. Und dann haben wir eben hier im Hintergrund ein Motiv, was eben auch eben das Cover B ziert. Und hier eben dann der italienische Titel La Noche del Terror. Und hier Director Andrea Bianchi. So, mal gucken, was hier schon jetzt drinsteht. Da lege ich mal kurz auf den Tisch drauf. Und dann haben wir hier ein paar weitere. Ja, das ist auch ein sehr schönes Kaffeemotiv gewesen eigentlich. Schaut sehr schön aus, dieses Motiv hier. Und dann gibt es hier noch ein paar weitere Aushangfotos. Das waren weitere Plage, auch Plakate. Auch das hier schaut sehr, sehr schön aus. Und dann haben wir hier Aushangfotos
von dem Film, okay. Noch mehr Aushangfotos von dem Film. Ja, und noch mehr Aushangfotos von dem Film. Das schaut aus wie hier Maneater, diese Szene hier. Ja, also ich sehe schon, ich habe hier ganz viel zum Lesen. Eher nicht. Ja, wir haben hier wirklich nur Aushangfotos drin. Sehr, sehr, sehr ärgerlich, ganz ehrlich. Denn ich hätte wesentlich gern mehr über diesen Film erfahren. Denn über diese alten Filme von damals findet man nicht so gut wie gar nichts. Dann könnte auch es auch werden, dass hier das Film, wo ich an wieder auch etwas kurz sein könnte. Hier noch dann die Blu-ray. Hat ein anderes Motiv hier. Eben hier das von Cover B-Motiv und hier das Cover A-Motiv. Ja, schon auch sehr schön, wie ich finde. Und auch hier nochmal dasselbe Hintergrund, wie auch schon vor der DVD hier. Also hier haben wir auch das gleiche Motiv. Auch das sehr, sehr schade. Also jetzt auch hier nichts Großartiges erwarten. Ja, das war auf jeden Fall das Medibook Z, Rückkehr der Zombies. Sehr, 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 sehr schwach, das ganze Teil. Muss man hier wirklich sagen. Also hier vom Druck her und vor allem vom Booklet her. Bau. Ja, okay, wir gehen nochmal ganz kurz zurück zum Hauptschirm. Bis gleich. Ja, wow, was für ein spannendes Medibook hier zu finden ist. Ja, mega tolles Kaffeemotiv. Nicht. Und das Buchanteil ist wirklich, deswegen heißt auch hinten Heftchen. Heftchen oder Heft und kein Booklet. Ja, sehr, 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 sehr schade. Ich hätte wesentlich gern über was über diesen Film erfahren. In einem Buchanteil vor allem, wie gesagt, von diesen ganzen alten Filmen fällt mir nicht so gut wie fast gar nichts. Auch denke ich mal, auch bei diesem Film wird es so sein. Also ich bin gespannt, was ich euch dann berichten kann in dem Woche. Hieß schon an, wieder, wenn ich dieses Film geguckt habe. Ja, also wirklich sehr, sehr ärgerlich, muss ich hier wirklich sagen. Gut, ich wollte diesen Film gerne mal sehen, jetzt kann ich ihn sehen. Aber natürlich auch wirklich mit sehr wenig Informationen und das ist natürlich extrem schade. Denn vor allem das Booklet für mich ist für mich am wichtigsten, mal diesen alten Film anzugucken, um auch nochmal diesen Film nochmal ein bisschen zu verstehen. Aber hier schaut man sich diesen Film an und denkt man sich, okay, bin gespannt, was daraus wird. Ja, wann das Video kommt, von Woche schon an, die Rückkehr der Zombies, bleibt auf jeden Fall spannend. Wird auf jeden Fall auch passieren, auf jeden Fall. Aber lasst mal Zeit, Geduld, junger Padawan. Und ja, das war's auf jeden Fall von mir mit der Rückkehr der Zombies in Illusions Mediabook. Sehr, sehr ärgerliches ganze Ding. Also hier wirklich nichts Großartiges erwarten. Ist auch natürlich schon sehr lange her, muss natürlich auch nochmal sagen. Da war die Mediabook ein bisschen anders gestaltet als jetzt. Und ja, trotz alledem, man hätte auf jeden Fall hier viel mehr machen können, auch schon in der Vergangenheit. Ja, das war's von mir mit dem Mediabook zu Die Rückkehr der Zombies und